Wenn deine Frau keinen Sex mehr mit dir haben will oder sich zurückzieht, dann liegt da in der Regel einer von drei Punkten dahinter. Und es ist wichtig, dass du diese Dinge hier verstehst, die ich dir jetzt hier aufzeige. Denn wenn du das nicht behebst, dann ist in der Regel das Ergebnis, dass einfach nur das Problem größer wird. Also das heißt, die Frau zieht sich mehr und mehr zurück, die meisten Männer versuchen dann mehr und mehr zu investieren, hinterherzulaufen. Was dann passiert ist, die Beziehung bricht auseinander und ja, endet in einer Trennung. Ist höchstwahrscheinlich nicht das, was du möchtest. Im Worst Case landet es sogar dann an einem Punkt, wo die Frau sich das dann von irgendwo anders sucht. Und selbst wenn du jetzt gerade denkst, hey, meine Frau würde das nicht machen oder meine Freundin würde das nicht machen, hoffe ich natürlich auch nicht für dich. Aber selbst dann ist es trotzdem wichtig, dass du diese Dinge angehst, denn es liegt in deiner Verantwortung, dass du natürlich in diese Beziehung einbringst, was du kannst und auch dafür sorgst, dass sie nach Möglichkeit so läuft, wie du dir das vorstellst. Denn es ist ja schließlich auch dein Leben und du hast keinen Bock darauf, dass eine Beziehung einfach nur sinnlos endet, weil du diese drei Dinge hier nicht verstanden hast, über die wir jetzt sprechen. Und ganz ehrlich, das kommt sogar aus Erfahrung, denn alles, was ich dir jetzt mitgebe, das sage ich dir, weil ich die Dynamik zwischen Mann und Frau zum einen beim Kennenlernen, also wie du bei Frauen landest, aber zum anderen vor allem auch in Beziehungen, wie das Ganze dann weitergeht, wie das funktioniert, wie du es schaffst, dass die Frau einfach dauerhaft von dir angezogen ist. Das habe ich über die Jahre hinweg jetzt studiert und sehr, sehr vielen Männern beigebracht und das kann ich auch dir jetzt gerne aufzeigen. Also wir brauchen nur ein paar Minuten und dann hast du wahrscheinlich schon eine ganz andere Situation in deiner Beziehung, vor allem, weil du verstehst, woran es überhaupt liegt. Wenn dir das gefällt, kannst du mal hier auf Abonnieren klicken, dann kommen noch sehr, sehr viele andere Videos, die dir noch weiterhelfen werden, in deiner Beziehung wirklich in deiner männlichen Polarität drin zu bleiben und der Typ zu sein, der auch wirklich diese Anziehung auf deine Frau ausstrahlt, die du gerne hättest. Okay, was ist also das Erste, was meistens dahinter liegt? Erstens mal, und das wirst du dich jetzt vielleicht nicht angesprochen fühlen, aber du solltest trotzdem darüber nachdenken, weil die wenigsten Männer denken, dass es bei ihnen so ist, ist, die sexuelle Qualität ist nicht das, was die Frau möchte. Also das bedeutet, wenn du es in der letzten Zeit festgestellt hast, du bist da mehr so darauf bedacht, wie es dir dabei geht oder was du davon hast oder dass du einfach ein geiles Erlebnis hast, dann frag dich mal, wie ist es denn eigentlich für dein Mädel? Wie ist es denn aus ihrer Situation heraus? Ja? Kommt sie? Hat sie Spaß dabei? Macht ihr nur das, worauf du Lust hast? Oder merkst du dann auch schon so währenddessen, wenn es dann wirklich mal dazu kommt, dass es eigentlich nicht unbedingt das ist, was sie jetzt gerne möchte, sondern wirklich nur das, worauf du Lust hast? Oder ist es wirklich so, dass sie auch Spaß dabei hat? Und bei vielen Männern ist es eben so, dass die halt über eine längere Zeit hinweg die Frau gar nicht wirklich fragen, was sie wirklich mag. Du musst ja jetzt nicht so wie dieser typische Typ nach dem Sex zu deiner eigenen Frau hingehen oder zu deiner Partnerin hingehen und sagen, hey, und wie war's? Das natürlich nicht, aber was du eben tun kannst, ist, anstatt zu fragen, und war es gut oder war es nicht gut oder hey, ist das jetzt hier gut, fühlt sich das gut an? Wo die meisten Frauen automatisch sagen werden, ja, es fühlt sich gut an. Frag mal lieber sowas wie, hey, brauchst du es ein bisschen softer oder ist es oder lieber ein bisschen härter, ein bisschen schneller? So kann die Frau dir wirklich Feedback geben in diese Richtung, wie sie das mehr möchte. Und dann merkst du auch, oh, das ist ja eigentlich das, wie sie das benötigt. Und nicht einfach nur, war es gut oder schlecht. Jede Frau wird da sagen, es ist gut, die da auch nur irgendwie im Ansatz was für dich empfindet oder dein Ego nicht beschädigen möchte. Denn das führt ja auch oft zu Situationen, mit der, naja, das ganze Sexleben sonst nur komplizierter werden würde. Also gib der Frau auch wirklich die Möglichkeit, überhaupt das Feedback zu geben, was du benötigst. Und hey, wenn es für sie zum Beispiel schwierig ist, einfach einen Orgasmus zu haben, ganz normal bei Penetration, dann hol dir ein bisschen Spielzeug dazu. Aber das ist eben, wie gesagt, nur das Erste, der erste Punkt. Ja, wenn der bei dir zutrifft, dann einfach nur mal evaluieren, wie ist denn das eigentlich? Wie ist die sexuelle Qualität? Kann ich die steigern? Kann ich ein besserer Liebhaber werden? Die zweite Sache, die sehr, sehr, sehr oft dahinter liegt, ist, dass die Anziehung gerade zu diesem Zeitpunkt in eurer Beziehung nicht mehr so da ist, wie sie mal war. Und das ist oftmals das Ding, dass du als Mann irgendetwas getan hast, das dich in eine Situation gebracht hat, vielleicht war es nur in deinen eigenen Gedanken, vielleicht war es aber auch zwischen euch beiden, wo du gemerkt hast, du bist ein bisschen abhängiger von ihr. Vielleicht habt ihr gestritten und du warst dann derjenige, der, obwohl er gar nicht mal im Unrecht war, sich als allererstes entschuldigt hat und der dann für so eine Dynamik gesorgt hat, wo die Frau gemerkt hat, oh, ich komme bei ihm ja irgendwie mit allem Möglichen durch. Und wo sie gespürt hat, du machst das jetzt nicht, weil du dich wirklich entschuldigen willst oder weil du wirklich im Unrecht warst, sondern weil du Angst hast, sie zu verlieren. Was dabei passiert, ist, dass das außer Kontrolle geraten kann, dass die Frau dann bemerkt, oh, der hat ja irgendwie seine Grenzen irgendwie gar nicht mehr oder der ist irgendwie, steht gar nicht mehr zu sich selbst, der tritt gar nicht mehr so auf wie der Mann, in den ich mich mal verguckt habe, in den ich mich mal verliebt habe. Und dann verlierst du an Anziehungskraft, weil sie merkt, du machst ja eh alles, was sie will. Und da musst du aufpassen, denn wenn sie dann zurückzieht, weil ein Mann, den sie nicht respektiert in diesem Moment oder wo der Respekt flöten geht, da kann sie auch keine Anziehung empfinden. Das ist einfach was ganz Natürliches, was entsprechend der Dynamik zwischen Mann und Frau immer passiert. Dann kann es eben dazu kommen, dass du Sex möchtest, sie möchte es nicht, sie zieht sich zurück, du versuchst es weiterhin, indem du mehr investierst und dir noch mehr Mühe gibst und zeigst damit nur, dass du umso abhängiger bist. Und auch wenn es schön wäre, dass in Beziehungen solche kleinen Spielchen überhaupt gar nicht mehr notwendig sind, es ist nun mal so, dass auf einer gewissen Ebene du zumindest ein Feingefühl dafür haben musst, wie sieht es da gerade aus, wie ist die Dynamik und dann auch wirklich bemerkst, wenn du zu viel von dir gibst, wenn du zu viel mit dir machen lässt, wenn du zu viel auf eine Art und Weise auftrittst, wo man dich nicht respektiert, wo sie dich nicht respektiert, verlierst du diese Anziehung, die sie aber benötigt, um mit dir schlafen zu wollen. Und was du dann tust, ist einfach nur wieder mehr dir selbst treu zu sein, mehr dein Ding zu machen. Nicht ungehobelt oder klotzig oder sonst irgendwas, sondern einfach
einfach nur wieder ein bisschen mehr auf dich selber zu schauen, mehr zu schauen, was du wirklich willst und das auch zu tun und das auch so zu leben. Weil dann bist du wieder geradliniger, bist wieder authentischer und dann spürt sie auch wieder, das ist ein Kerl, den will ich. Und dann merkst du, dass tatsächlich in diesem Moment dieses Gefühl von ihr wieder zurückkommt, dass sie diejenige ist, die dann mehr investiert und mehr dir nachjagt und mehr merkt, dass sie eigentlich dich nicht verlieren möchte und sich wieder mehr ins Zeug legt und entsprechend dann auch wieder mehr Sex zwischen euch beiden stattfindet. Aber es kann auch sein, dass es die dritte Sache ist und die kommt genauso oft vor und das ist, dass die Art und Weise, wie ihr Sex miteinander habt, nicht mehr leidenschaftlich ist. Und dass sie nicht mehr das ist, was man eigentlich Liebe machen nennen würde. Und verstehe mich jetzt nicht falsch, ja. Natürlich gibt es diese Dynamik zwischen Mann und Frau, so dass ihr vielleicht einfach mal in so eine Richtung geht, wo du es ihr härter bescherst und sie das auch wirklich will, einfach weil das so ein bisschen diese Sub-Dom-Richtung ist. Oder es kann auch sein, dass es mal so zwischendrin einfach nur zur Sache geht, ja, so wenn man es mal ganz plump sagen würde, wo einfach nur getackert wird. Aber es ist wichtig, dass zwischendrin auch mal wieder so eine Episode ist, wo sie merkt, da ist Leidenschaft da. Ja, wo wirklich ein Gefühl, wo Gefühl da ist, wo nicht einfach irgendwie man hat so diese typische Routine, man kommt dann abends heim, dann liegt man nebeneinander im Bett, dann fummelt man sich gegenseitig ein bisschen an und ja, wenn sie dann halt so reagiert, wie du darauf gehofft hast, so, dann kommt es halt zum Sex, aber es passiert nicht aus so einem Gefühl heraus. Und das ist bei sehr, sehr vielen Paaren so, das ist sogar bei sehr, sehr vielen Männern, die schon in einer Affäre landen mit einer Frau schon so, dass die gar nicht wissen, wie schaffe ich es überhaupt, diese Emotionen der Frau auszulösen? Wie schaffe ich es überhaupt, das zu triggern, dass sie von sich aus diese Leidenschaft spürt und dass dann auch während du mit ihr schläfst überhaupt so eine Leidenschaft da ist? Dass das so mehr in so eine Art schon fast tantrische Experience geht oder so einfach, man schon sagen könnte, es ist so leicht spirituell, was da zwischen euch beiden passiert, wo ihr wirklich diese Liebe und den Respekt füreinander fühlt und nicht einfach nur dieses animalische, ja, man hat halt einfach den Sex, ne? Und das fehlt in unglaublich vielen Beziehungen und was dann dafür sorgt, dass die Frau sich da zurückzieht und das weniger will, ist, wenn sie bemerkt, dass du selber gar nicht mehr so wirklich im Kontakt mit ihr bist und gar nicht mehr so wirklich da bist, sondern du eigentlich in deinem Kopf vielleicht sogar schon irgendwo einen ganz anderen Film fährst oder an den letzten Porno denkst, den du dir angeschaut hast und gar nicht wirklich anwesend bist. Also quasi du bist einfach nur in deinem eigenen Film und machst es einfach nur, das Physische läuft halt quasi automatisch ab, ein bisschen Druck ablassen und danach ist fertig. Und das kannst du zwar mal hier und da machen und hier und da ist es für die Frau sogar auch einfach nice, einfach mal nur so genommen zu werden, aber du wirst in vielerlei Beziehungen über eine Zeit hinweg an einem Punkt landen, wo die Frau das vermisst. Und wo sie dann auch einfach merkt, ey, der ist ja gar nicht anwesend. Der hat ja gar nicht wirklich Sex mit mir, sondern der hat ja eigentlich nur irgendwie, der benutzt mich hier nur zum Masturbieren. Und es gibt sogar viele Männer, denen das eigentlich klar ist, die nur nicht bemerken, dass die Frau das auch merkt. Und das sorgt auch dafür, dass die Frau sich dann zurückzieht. Und wenn du merkst, okay, das passiert bei dir und du bist nicht mehr wirklich anwesend, du bist nicht mehr wirklich bei deiner Frau, was da in der Regel dahinter steht, ist, du schaust dir zu viele Pornos an und du masturbierst zu viel und du hast entsprechend dann eine Art von Sex, ja, weil das ist ja nur rein dieser mechanische Druck ablassen, dieser typische Akt dort, mit dir selbst in diesem Moment, den du dann auch auf die Frau überträgst und der dann auch dafür sorgt, dass sämtliche Leidenschaft, die zwischen euch beiden stattfindet, einfach ausgelöscht wird. Und das Problem, was da dabei entsteht, ist, die Sexqualität leidet und dann bist du auch wieder gleichzeitig bei, nicht nur bei dritten Punkt, sondern auch beim ersten Punkt. Du wirst es der Frau nicht entsprechend so ermöglichen, mit dir den Spaß zu haben, den sie eigentlich haben möchte. Und das sorgt kurz oder lang dazu, dass es uninteressant wird für sie. Und das bedeutet, aufhören zu masturbieren, aufhören nur in deinem eigenen Kopf zu sein, darauf achten, dass du nicht deine Grenzen also von deiner Seite her überschreitest und mehr gibst, als du möchtest oder dich anders verhältst, als du das eigentlich für richtig hältst. Und eben auch, dass du dir darüber im Klaren bist, ob du ein guter Liebhaber bist und dafür sorgst, dass du es eben auch mit ihr als Erlebnis wirklich so hast, dass sie auch Spaß daran hat. Und wenn du als Mann dazu sorgen möchtest, dass du nicht nur, falls diese Beziehung jetzt auseinandergeht oder falls das Ganze einfach jetzt nicht so läuft, wie du das haben möchtest, dass du nicht nur jederzeit wieder eine Frau kennenlernen kannst, mit der es läuft, sondern wo du auch wirklich in der Beziehung ganz genau weißt, wie du in deinem männlichen Auftreten und mit dir selbst so umgehst, dass die Frau auf Unendlichkeit von dir angezogen ist und sich das auch nie verändert, dann kann ich dir nur mal wirklich nahelegen, klick mal hier oben drauf auf dieses i, was du hier findest, schau dir mal das Video an. Das ist genau das, was dich dazu befähigen wird, wirklich bei den Frauen zu landen, die du willst und zwar aus dem Stegreif heraus und zwar von dir selbst beeinflusst und nicht nur durch Zufall oder Glück, denn das ist mein Job. Ich mache Männer erfolgreich bei Frauen, indem ich denen zeige, wie die einerseits die Kompetenz bekommen, die Frauen kennenzulernen, die wirklich wollen, die zu erobern, die sie wirklich interessieren und die Frauen zu behalten, die sie in ihrem Leben haben wollen. Und wenn du das als Mann kannst, dann hast du dieses Thema aufgeräumt. Und das ist, was ich dir wünsche. Ich hoffe, dass dieses Video dir genau das gegeben hat, was du jetzt gerade gebraucht hast. Und ja, wenn die Frau sich von sich aus zurückzieht, das sind die drei Punkte, bring sie in Ordnung. Und wenn du danach plötzlich als Single dastehen solltest oder merkst, du kannst es nicht mehr reparieren, hier oben als nächstes findest du meine Hilfe. Falls du noch nicht getan hast, dann klick mal auf Abonnieren. Das ist auf jeden Fall was ich dir empfehlen kann. Und ja, lass mir einen Kommentar da, wenn du irgendwelche Gedanken zu diesem Video hast oder es dir weitergeholfen hat. Und ansonsten hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.